Am 10. November 1775 kam ich in einem Bombenkrater zur Welt. Meine Mutter war ein M16 und mein Vater war der Teufel. Jeder Augenblick, den ich lebe, ist eine weitere Bedrohung für euer Leben. Ich esse NATO-Draht, pisse Napalm und ich kann eine Kugel aus 300 Metern in einen Fluorarsch schießen, in dessen Fleisch es überall, wo ich hinkomme, wie Maden vor Anti-Amerikanern wimmelt. Ich ziehe aus Liebe zu Mom, Chevrolets, Baseball und Apfelkuchen um den Erdball. Ich bin ein Grunt. Ich bin der dreckige, unappetitliche, stinkende, verschwitzte, versaute, wunderschöne kleine Hurensohn, der seit 225 Jahren den Wolf von der Haustür fernhält. Ich bin ein US Marine. Wir Marines sehen aus wie Soldaten, reden wie Matrosen und hauen beiden die Scheiße aus dem Leib. Wir haben den Adler der Air Force, das Tau der Army und den Anker der Navy geklaut. Und am siebten Tag, als Gott ruhte, haben wir seine Grenzen überrollt und seitdem bestimmen wir, wo es lang geht. Krieger am Tag, Liebhaber in der Nacht, Säufer aus Überzeugung, Marine durch Gottes Wille, Semper Fidelis. Die tägliche selbstlose Aufopferung der Militärangehörigen, besonders der Frontkämpfer, wird nicht genügend geschätzt und... Und die amerikanische Gesellschaft hat nichts Besseres zu tun, als sie am Zeitungsstand eine scheiß verfickte US Weekly zu holen. Oder ein scheiß People's Magazine, nur um zu erfahren, was der beschissene Jake Gyllenhaal am Donnerstagnachmittag gemacht hat. Wisst ihr, was ich am Donnerstagnachmittag gemacht habe? Ich habe einen meiner Marines in eine Maschine gesteckt. Ich habe die arme Sau in ein Flugzeug Richtung Nirgendwo gesteckt. Ich habe seinen leblosen, kaputten Körper aufgehoben, habe ihn auf eine Bahre gelegt und ihn weggeschickt. Warum bringen Sie das nicht? Wieso steht das nicht in den beschissenen Schmierblättern? Oder wieso steht da nichts über irgendeinen scheiß Durchschnittsmarine drin, der durch die Straßen von Aradi geht? Eure größte Sorge ist, keinen verfickten Mokka Latte in einem scheiß Starbucks kaufen zu können, weil der wegen Bauarbeiten geschlossen hat. Unsere größte Scheißsorge ist es, auf einer Straße in Arifa in die Luft gejagt zu werden. Aber wenn wir nach Hause kommen, dann winken alle mit ihren Fähnchen und sagen, willkommen zu Hause. Danke, dass ihr dafür gesorgt habt, dass uns weiterhin alles scheißegal sein kann. So sieht's aus, Leute. Wir hocken hier und kämpfen für eure Freiheit. Ihr habt das Recht auf Redefreiheit. Und wir haben das Recht, euch euer Maul zu stopfen, wenn wir anderer Meinung sind.